Stadion. Wir haben mich beobachtet in den ersten Jahren, wie 17, 18, wenn es also eine Mannschaft auf dem Schwarzwald war. Hochgesprungen sind wir vor Freude. Was hat er für eine Karriere gemacht? Was hat er erlebt? Er hat den Namen unserer Stadt, unsere Reise steckt man ein, weit über die Grenze hinaus bekannt gemacht. Und wir sagen Hochachtung für diese Leistung und freuen uns auf den schönen Abend heute mit der 55 hier. Und auch auf ihn.
freue mich mit euch gemeinsam auf die 16. Mai. Also ich würde sagen, gewinn ich, bleib einfach wie du bist.
hast dich in der Zukunft nicht verbiegen. Und wir zwei wünschen dir viel Erfolg mit deinem neuen Job als LKW-Fahrer. Ich habe die Ehre und gleichzeitig auch die Freude, den Audaz für dich halten zu dürfen. Das ist auch für mich was ganz Besonderes. Und ja, ich hoffe, du genießt den Tag und wünsche dir ganz viel Spaß heute an deinem Tag. 12 Jahre warst du ein Adler und du warst ein Adler durch und durch. Du hast 689 Spiele für die Adler bestritten, von deinen 910 DL-Spielen. Das ist eine Wahnsinnsleistung. Du bist zweimal Deutscher Meister geworden, einmal Pokalsieger. Und 7 Jahre davon haben wir beide zusammen verbracht. Wir waren Zimmerkollegen, wir haben immer viel gelacht und viel Spaß gehabt und es war eine tolle Zeit, die ich immer super gerne zurückblicke. In dieser Zeit bist du von einem Mannschaftskollegen zu einem Freund geworden. Ich konnte viel von dir lernen und auch in so manchen schwierigen Situationen hattest du immer ein offenes Ohr für mich. Dafür bin ich dir auch heute noch sehr dankbar. Du warst innerhalb der Mannschaft immer sehr geschätzt und respektiert. Nicht nur von den Jungs, sondern auch von den Trainern. Das ist kein Zufall gewesen. Du warst immer eine derjenigen, die auch neben dem Eis am härtesten gearbeitet haben. Du hast dich im Respekt deiner Mitspieler erarbeitet und es ist gerade im Mannschaftssport ein absolut wichtiges Gut und das bekommt man nicht einfach so. Sondern wie schon erwähnt, das ist einfach das Resultat deiner harten Arbeit, die du jeden Tag im Tag gelegt hast. Auch den Respekt der Fans hast du dir erarbeitet. Der Spitzname Hooligan kommt nicht von ungefähr, sondern ist eine Art Wertschätzung für deine ehrliche Arbeit und die Fans wussten deinen Einsatz immer zu schätzen. Du warst stets ein Vorbild am Trainingsfleiß, Wille und Ehrgeiz. Du hast gezeigt, dass eben diese Werte auch oft mehr wert sind als Talent allein. Du warst nie ein großer Redner in der Kabine, sondern du hattest immer deine eigene Meinung. Du bist angeeckt, du warst eben ein echter Typ. Du warst ein Mann der Tat. Das heißt, du hast auf dem Eis versucht, die richtigen Antworten zu geben und das hat mir immer sehr imponiert. Deine lockere Art, die kam auch immer gut an. Du warst immer für einen Spruch zu haben. Und ein Spruch, der mir immer im Gedächtnis blieb oder aus den Auswärtsfahrten: Video an, Alltag aus. Da musste ich immer schmunzeln. Wie schon erwähnt, du warst 12 Jahre ein Adler. In der schnelllebigen Zeit warst du eine Konstante für den Verein, für die Fans und für die Region. Darauf kannst du unfassbar stolz sein. Du hast den Adlern ein Gewicht gegeben und das ist eine Wahnsinnsleistung. Du hast gezeigt, dass man nicht unbedingt ein Filigrantechniker sein muss, um sich den Respekt und die Herzen der Fans zu verdienen, sondern dass man auch mit Eigenschaften wie Wille, Fleiß, Herz und Leidenschaft sich einen Namen machen kann. Und lange nicht wieder. Es war eine geile Zeit und ich bin dankbar, dass wir die zusammen erleben durften. Besonders gerne erinnere ich mich an die Deutsche Meisterschaft 2015, wo wir uns einfach ein tolles Gefühl bekommen und es in eigenen, was ich für immer mit der Unterricht verbinden kann. Was ist Spieler immer derjenige, der lieber den Pass gespielt hat, als selber abzuschließen? Du warst nie gerne im Rampenlicht, sondern wolltest eher, dass andere im Rampenlicht stehen. Das sagt viel über dich als Mensch aus. Aber heute, lieber Ronny, ist der Tag, an dem du mal im Rampenlicht stehst. Heute ist dein Tag und ich hoffe, du kannst ihn genießen. Du hast dir diesen Abschied verdient. Ich gönne es dir wirklich von Herzen. Glückwunsch für deine tolle Karriere. Dein Freund, Frank. Und im Anschluss hat jetzt noch der Bordo und der Bordo für dich. Ja, alles Gute. And his family as they prepare to celebrate this special night in Mannheim. What an honor to have your number raised to the Raptors of the SAP Arena. I wish I was there to see it, buddy. But didn't we talk about this a couple years ago? And now the night's here. Congratulations.
It's very, very well earned. It's so richly deserved. 19 years in pro hockey. Not very many guys can say they played 19 years in pro hockey anymore. It speaks to how much you love the game and to how hard you prepare yourself every year in order to stay in it. And to stay 12 years in Mannheim, well, that's special in itself too. I think that speaks to how hard you competed, what a good pro you were, and what a winner you were. Because if those things weren't true, you certainly would not have been a fan favorite in Mannheim. Ronnie, you played this game with tenacity and courage and honor, and you always wore your heart on your sleeve. When the game was on the line, you wanted to be on the ice. In those big moments, you wanted to be out there. As your coach, I knew both on the ice and off that you were going to be a leader of our group and a difference maker, and you were. As your friend, I deeply respect and admire the balance that you have in your life between your hockey career, the deep sense of love you have for your family, and your strong sense of community. I think it's amazing that you can do all three things so very well, and I admire you for that. And as a fan, all I can say is thanks for the memories. We're sure going to miss not seeing 57 fly around the ice at the SAP Arena anymore. For those of us who truly know you, buddy, we know you're going to have tremendous success as you move on to the next chapter of your life. Good luck with that. And as your friend, I hope soon that our paths cross again and we can sit down and catch up over a couple of real good cold beers. In the meantime, live, laugh, and enjoy, and be well. Take care.
Und als Hotel habe ich keine Ahnung gehabt, was das ist. Und dann sind wir da rein und er möchte das auch und er möchte das. Und dann haben wir Schlittschuhe gelesen, so alte, aufs Eis und weg war er. Ist ja immer einer von uns. Genau, Mensch. Elfi ist der Vorkommend. Immer gut drauf. Die Sommervorbereitung absolvierte das Mann am Eigengewächs einmal neben der Kurpfalz. Für die Fans der Adler Mannheim allerdings war es nur ein kurzer Traum, Jochen Hecht mit der Nummer 77 auf dem Eis in Aktion zu sehen. Jochen Hecht ist auf dem Weg, ein Star zu werden in den USA. Und er hat viele Opfer gebraucht, dass er nur aufs Eis kommt.
mir mitgeteilt, dass die Familie nach Deutschland zurückkehren möchte. Und dann kommt folgender Satz von dir: Aber ich spiele nur für die Adler Mannheim. Und wurdest du zum MVP der Playoffs gewählt. Jochen, du hast uns allen in deinen 22 Profi-Jahren sehr viel Freude bereitet. Wir sind sehr stolz darauf gewesen, dich als Spieler zu vertreten. Aber viel mehr bedeutet es uns, dich als Freund gewonnen zu haben. Deine Erfahrung und Kenntnis und unseren Sport erhalten bleibt, ob als Trainer, Manager oder Scout. Wir wünschen dir und deiner Familie alles Liebe und Gute. Und Mannheimer, ihr könnt stolz auf ihn sein. Es hat richtig Spaß gemacht, dir zuzuschauen, ob es in St. Louis war. Ich habe dich öfters in Buffalo besucht. Ich war in Vancouver bei den Olympischen Spielen dabei. Aber leider habe ich es nie geschafft, nach Mannheim zu kommen. Oder vielleicht doch. Wo willst du jetzt? Ja. Meine Familie, die mich immer unterstützt hat,
Ihr habt jetzt heute auch meinen Schmankerl gehabt mit Philipp, der mal mitspielen durfte, der auch sehr nervös war vor dem Spiel. Genauso wie ich, diese Nervosität im Bauch habe ich schon lange nicht mehr gespürt, wie heute den ganzen Tag über. Und nochmal Dankeschön an alle, die dich hier ermöglicht haben. Vielen Dank. Thank you.